Grüß euch und willkommen beim Kaffee Bitcoin. Ach oh Gott, wieder wo falsch drauf geklickt haben. Was du ihr? Der? Gut, derweil schaut so aus, als wie wenn hier alles äh, funktionieren würde. Ja, wie schauen wir denn aus? Wie schauen wir aus? Was zeigt uns Bitcoin? Naja. Also wenn ihr mir so anschaut, zeigt es mir das, was uns das letzte Mal... Auch gezeigt hat den Mittelfinger, na, das ist äh, ähm, es läuft einfach seitwärts. Und wenn man uns das genauer anschauen, dann läuft es halt einfach seitwärts in einer relativ engen Range. Die haben wir schon länger. Ja, also, das kommt von da drüben. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier ja, einen relativ klaren Point of Control, also wo relativ viel gehandelt worden ist, so rund um die 60, 60,5. Ja, also da pendelt sich immer relativ schön ein als Support. Wenn wir drunter knallen, müssen wir es dort wieder rüber erarbeiten. Und oben ist die Resistance, die hängt so bei 63, ungefähr bei 63.000 Dollar. Und wenn wir dort drüber kommen, gibt es einen Retest. Ja, kein Ausbruch ohne Retest. Und dann äh, bis jetzt sind wir, nur, sind wir jedes Mal dann durchbrochen. Ja? Also ich erwarte irgendwann einen Durchbruch mit einem Retest und dann geht es nach oben. So, jetzt muss ich das einmal ausprobieren. Wie machen das die die diese anderen YouTuber? Die machen das immer so mit solchen Sachen. Aber die Forb ist ein bisschen nicht so gut. Machen wir es ein bisschen dicker. So. Also, was ich erwarte, wäre dieses hier rüber, Retest und dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Dann würde ich sagen, da wird es wahrscheinlich einmal ein Ding und so. So. Okay. Naja, ich kann das nicht so gut. Ja, dann gehen das viel besser. Gut, geht aber auch normalerweise nicht um das äh, hier bei mir, sondern ich würde einfach nur sagen, dass ich das annehme, dass das das Szenario ist, das kommen könnte. Jo, wie schauen wir aus auf Bookmap? Also wie immer nur die wirklich nahe Zukunft. Ja, ich würde einmal sagen, ähm, die Roten sind in der Überzeugung, das heißt, die Leute sind der Meinung, dass sie mehr kriegen für ihre Bitcoin, von daher verlangen sie mehr. Uh, und die Käufer mit ihren äh, Angeboten sind zu die da, weshalb sie äh, keine Bitcoin kriegen. Ja, ich würde mal sagen, zumindest wird es mal eher nach oben gehen. Perspektivisch in der nächsten Zeit. Äh, genauso gut kann ich allerdings auch sagen, äh, wenn wir nach unten knallen auf die 60 und dann wieder hoch auf die 65, wäre es genauso wahrscheinlich, ja. Tatsächlich liegt hier gar nicht so viel um die 63.000 und um die 62.5. Ja. Wir sind hier auf Binance, das Ganze ist gegen USDT, das heißt wir haben hier relativ viel Liquidität Erinnern. Wir sehen hier, wir sehen hier spielt sich es ab, ha. hier haben wir dann schon enger die, äh, die Sachen, die liegen, aber sie liegen eher nach oben, die ähm, Liquidität. Äh, das heißt, normalerweise folgt der Markt der Liquidität und rennt dorthin. Also, würde mal kurz bis mittelfristig sagen, eher bullisch. Geht es eher nach oben. Ja, warum zeige ich euch das? Ähm, naja, ich würde es euch gerne zeigen, wenn ihr draufklickt hättet. Dann würde ich es euch tatsächlich zeigen. Ja, probieren wir es nochmal. Also, da sind wir im engen Feld. Geht es Na, jetzt höre ich da was und schaue nicht, und klickt nicht drauf. Das ist schon ein Sack. Gut, ähm. 148, genau, gegen 117. Das heißt, wir haben hier relativ viel Bitcoin, die in der nahen Zukunft gerne etwas teurer verkauft werden würden. Und äh, noch einmal dort, wo wir vorher drinnen waren, wenn wir uns das anschauen, ja, es ist ziemlich ausgeglichen. Trotzdem würde ich sagen, perspektivisch, ja, haben wir oben mehr liegen als wie unten. Das sehen wir hier recht schön. Gut. Gehen wir wieder zurück. Tut mir leid, ja, war die Vorbereitung wieder unter jeder Sau. Oh, Klickt da nicht drauf. Und ihr könnt gar nicht das sehen. So, wie schaut denn aus? Altcoin Season? Naja, nicht wirklich. Ich würde sagen, die wissen nicht, was in Altcoin Month? Nein, nicht wirklich. Altcoin Year? Na, schon ein bisschen mehr. Na, da haben wir schon. Na? Ja. CoinGecko, Gecko, ich mag kein Market Cap einfach nicht mehr, weil wirklich das so Binance kauft und du warst heute dann wirklich nicht, was sie ähm, bevorzugen. Ja, wir sehen hier grün, ne? aber würde mich gern interessieren. Haben wir haben wir hier auch die, die Metaverse-Dinger? Dann schauen wir uns halt dann auf kein Market Cap, obwohl es wirklich nicht gern habe. <laughs> Coin Market -Kip. äh, Wie heißen die? Uh, Metaverse. Schauen wir mal, ob man da was auswirft. Market Metaverse. -Meta Currencies Metaverse. Gut, schauen wir uns den Quagel an. Ähm also das ist ein einziger mit. Äh Gott, da hat es aber doch einen Markt dafür gegeben. Ist ja, ihr seht wieder, ich bin Nüsse vorbereitet. Kryptowährungen, ich weiß, dass die das gemacht haben. NFT braucht man nicht. Watchlist, Kalender, auch nicht wirklich. Ja, recently adding trending, Weiß ich halt jetzt nicht, wo das sein soll. Collections. Hat er sonst noch was gefunden? metaverse wäre Index. Das könnte es tatsächlich sein. Na, das ist auch nur ein einzelner Coin. Coin Gecko. Das heißt auf Coin Gecko hält es A geben oder was? Ich bin das Händel. Okay. Gut. Gut. Sehr schön. Gut, das wären so die Coins, die, ähm, ja. die Metaverse-Coins, dezentral etc. Da rennt momentan die Kohle rein, da geht die Tür nicht so. Freunde, ihr könnt euch dort aber ordentlich die Finger verbrennen, ähm, weil ja, was machen 1% der Leute? Dieses Grün, da gebe ich Geld hin. Ja, Exit, Decentral, Engine, Coin, Engine gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Das haben Möglichkeiten zu investieren. Würde ich es tun? Ich persönlich würde es nicht tun, weil ich nicht ähm, sagen kann, wie viel von denen überleben werden. Ich persönlich glaube auch nicht, dass die mehr als die ersten 25 von CoinMarketCap, von CoinGecko, dass da mehr als die ersten 25 dann überleben, die nächsten zwölf Monate. Hm, Bin ja ein bisschen negativ dagegen eingestellt. Ähm, es wird kommen. Microsoft will dieses Metaverse. Äh, Facebook äh, hat sich schon auf Meta umgenannt, möchte auch dieses Metaverse. Also quasi äh, ein MMO ohne Game mit, einer, äh, quasi, äh, mit einem avatar und rund um den kann man dann was ich nicht alle virtuellen Sachen auf sich äh, vereinigen, die man vielleicht in anderen Spielen erworben hat. Man kann wahrscheinlich dort irgendwo Grundstückeln erwerben, Häuser, Geschäfte machen, bis sie quasi auf einer potenziert höheren Ebene als dieses Spiel Second Life damals war weil hier eben ein Zugang und ein, ein Basislayer geschaffen werden sollte, wo halt andere drauf sich setzen können. Ja? Und quasi über diesen Basislayer geht man dann ins Spiel. Das wäre so quasi ähnlich wie Ready Player One, falls das jemand gesehen hat, beziehungsweise otherland zyklus falls das jemand gelesen hat. Ähm, da haben wir ungefähr dort haben. Das wird so der neue heiße Scheiß werden, <laughs> jetzt einmal, wenn man so schön heißt. Ob das einen Sinn macht, da hinein zu investieren. Weiß ich nicht. Ich traue mir es nicht so. Ganz ehrlich. So, wir sind jetzt beim Crypto Fear and Greed Index. Ja, greedy. Greedy, greedy. Ja, war alles das mans greedy. Also, wir sind jetzt nicht mehr so in der Panik. Gut. Die wollen Schulen bauen mit ihren äh, 20 Schulen, 20 Bitcoin-Schulen und der Tierklinik wollen sie er errichten quasi. Finde ich gut, finde ich toll. Die haben quasi jetzt einen Teil von ihren Sachen, aber das sind nicht von den Bitcoin-Verkäufen, sondern ich glaube, das ist das Plus, das rauskommt aus diesem ähm, Trust. Mit dem möchten sie Sachen bauen. Und das finde ich natürlich extrem cool. Ja, wir haben hier noch, ich habe das auf Twitter gesehen beim Naib. Genau, ja, das ist uh, der coolste Diktator der Welt, wie er sich selber betitelt. Und hier ist uh, der Only Country Publicity, holding Bitcoin in Reserve, adopting Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Genau. Und eben, dass sie aus den uh, Bitcoin-Profiten 20 Schulen bauen wollen. Das sieht man so da. Auf. B, auf, auf um, auf Twitter, wir wissen, alle Diktatoren etc. und Politiker, das ist ja auch abhängig von den Medien, der will halt da jetzt wirklich, äh, der ist sicher, jetzt nicht, äh, das darf man jetzt nicht so glauben, dass das dann so entspannt ist, wenn er eine Demokratie ich bin mir sicher, bei aller Nettigkeit und Lächeln, der muss ein knallharter Knabe sein, weil sonst wäre er dort, der dort nicht überlebt, der hat einen Bürgerkrieg. Das Land ist auch nicht so riesig groß, äh, aber trotzdem hat es relativ viel Militär und Polizei unterwegs, weil ansonsten würde dort die Post abgehen. Im negativen Sinne. Ähm, ähm, und wenn er irgendwo einen Fehler macht, glaube ich, geht es dann relativ rasch auch in die andere Richtung, dass man dann ihm Dinge vorwirft. Bis jetzt hat er alles richtig gemacht. Also ich denke schon, dass äh, es gut ist, wenn, äh, wenn, wenn man über das Lightning-Netzwerk, auf diese chia Wallet oder wie die heißt, ähm, das Geld überweisen können. Und zwar auch relativ zügig, also ganz schnell und mit ganz wenig äh, äh, Kosten, die, die da verrechnet werden, also kaum, ich glaube, da wird nur die Arbitrage wird da genutzt. Aber trotz alledem, ähm, ja, Western Union hat 40% Prozent oder so von den Knaben genommen. Und wenn so ein hoher Prozentsatz wäre, das sind das 5, 6, 7 Prozent äh, deren ein Bruttoinlandsprodukt, das von diesem Geld ankommt, dann macht das schon einen Unterschied, ob da 40% Neckung an. Also, das ist auch ein rein taktischer. Sch also, Bitcoin ist so weit, dass ein Land, auch wenn es kleines, sagen kann: Ich habe was davon. Also, ich kann da hier wirklich meinen Leuten helfen. Und es ist dezentral und es kann nicht gestoppt werden. So, das wäre so die. Idee. Was wollen die US-Regulatoren? Denen ist das auch klar, dass das nicht gestoppt werden kann. Also wollen sie es regulieren und die wollen, dass die Banken da reinkommen. Der Grund ist, die Banken sind relativ am Absandeln, wie man so schön sagt. Denen geht es nicht so toll. Die haben dadurch, dass überall gedruckt wird, ohne Ende und keine Zinsen. Haben die, was sollen die jetzt für Kohle machen? Es gibt keine Sparbuchzinsen und du kannst für einen Kredit nicht viel verlangen. Das Einzige, womit du auch leben kannst, ist, dass du zum Beispiel Überzugszinsen verleiht und natürlich hast du auch Immobilien etc. Aber ich meine, du bewegst dich dann langsam auf dünnem Eis. Ne? Das sieht man dann auch immer wieder, dass irgendwelche Banken aufpackt, weil sie sich irgendwo verspekuliert haben. Ähm ja, die US-Regulatoren arbeiten heute halt an dieser Roadmap für die Banken-Adoption und ich denke, das wird dann auch bei uns in Europa kommen. Da werden du nicht, die sitzen dann nur da und schauen zu. Ja? Uh, Tapering beginnt jetzt, das heißt, das Zurückfahren der Anleihenkäufe von der um, uh, Federal Reserve, der Chairman, der, also der, der Vorsitzende, der Jerome Powell, hat gesagt, Mitte November geht es dann langsam zurück, also sie fahren diese Ankäufe zurück, was wieder bedeutet, dass weniger Geld und Liquidität in die Märkte fließt. Ja, beim Euro sieht man davon noch nichts, also die Lagarde sieht dann auch kein Problem, da weiterzutun. Die europäischen Banken werden dann auch irgendwann kommen und sagen, Freunde, nicht, aber meine, schaut euch das an. Wenn die das schaffen, dann können wir das doch auch. Ich denke, das wird passieren über kurz oder lang, das wird ziemlichen Druck auf die Kryptobörsen und ziemlichen Druck auf Firmen wie Nuri, BitPanda, Crypto.com. Die werden alle unter Druck kommen. Ähm, entweder macht man nämlich diese Dinge dann zu Banken, diese Firmen zu Banken. Oder man haut ihnen so massive ähm, Zwänge drauf, äh, dass es halt relativ äh, schwierig ist für die Damen und Herren, ihr Geschäft dann so äh, zu machen. Ja, also sie werden halt äh, vielen Schwierigkeiten begegnen. Generell glaube ich, dass es Schwierigkeiten geben wird von Amerika ausgehend. Also äh, das war ein acht Wörter hingeschmissener Satz in diesem. Paket, das heute halt, glaube ich wieder zur Abstimmung ist, dieses äh, Infrastrukturpaket von beiden. Äh, das sind acht Wörter, wo drinnen steht, dass dann äh, äh, jeder, der irgendwie in irgendeiner Form Cash generiert mit Kryptowerten, ähm, alles nachweisen muss, wo das hingeht, von wem das kommt. Das geht... Allerdings nicht in einem dezentralen Netzwerk. Das geht auch nicht auf dezentralen Börsen. Das geht nicht, ähm, wenn man irgendwelche dezentrale Versionen des Marktes hat, wo ich äh, Landing, Staking oder sonst irgendwas mache. Das heißt, entweder ist dann der Markt weg von den Vereinigten Staaten und schleicht sich in andere Gefilde oder sie äh, kriegen sich noch ein und äh, konkretisieren das. Ähm, ja. Es ist so momentan das, wo es hingeht. Es ist auch ein bisschen die Fahrt, die am Markt ist, habe ich das Gefühl. Die Angst vor Regulierung, die löst dann Ausverkauf auf. Ganz so glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt der Grund war für diesen Tipp nach unten, sondern es war schon ein bisschen in uh, by the rumor, sell the news Geschichten, also quasi, dass es doch nicht so schlimm ist mit dem Tapering, uh, das war auf den Märkten schon eingepreist, denn es ist schon klar, dass der Markt, zumindest die Aktienmärkte, sehr häufig Dinge einpreisen, die sie annehmen. Das heißt, wenn sie dann passieren, passiert nicht mehr so viel. Ja, es kann dann ein Sell-Off geben, aber das ist meistens nicht so schlimm. Und, oder, und, und dann am also Pump nach oben gibt es dann meistens deshalb auch nicht so massiv, sondern es geht halt ähm, relativ entspannt weiter, weil das vorher schon passiert ist. Weil er Märkte äh, der Größenordnung wie der äh, SP 500 oder so, die, die, die orientieren sich in die Zukunft. Ja? Und wenn das dann da ist, dann ist das schon lange eingepreist, ja? Deshalb glaube ich jetzt auch nicht, dass das so viel Relevanz gehabt hat. Es ist ein Deep Kummer und es ist nach unten gegangen, aber ich würde jetzt einfach sagen, das war ein. ein Puh, schauen wir uns die, wo sind denn die? Nee, das haben wir nicht. Das sind wir nicht. Das sind die, die Open Interests, ja, der Bitcoin Futures auf Binance. Ja. So, da sind wir Jänner 2021. Da haben wir jetzt. Ja? Das ist nicht gesund, Freunde. Also mir wundert es, dass es noch nicht ein Ärger ein Tipp gegeben hat, zumindest auf dieses Niveau. Oder auf dieses Niveau, irgendwo da oder so. Weil es hat schon. Pff, also gerade da war wir häufiger auf um dieses Niveau herum, ich würde sagen hier. Aber ist nicht, ne? Ja, wo ist denn das jetzt? Ah, da haben wir Stock to Flow. Ja, egal. Jedenfalls glaube ich nicht, dass, ähm, dass das hat eine hundertprozentige Grund. Das war ein kleiner Sale-Off. Die wird dem nicht so viel ähm, Macht geben. Das ist wie gesagt erwartet worden und er hat wirklich keinen Blödsinn. Er hat dann nachher gesagt, der wie irgendwie besonders schlimm im Jänner agieren, weil sie haben sich das Hintertür offen gelassen, dass sie im Jänner vielleicht noch äh, was verändern, also schneller rausgehen aus diesem ähm, Anleihenkauf, aus aus also, dass sie das beschleunigen, weil sie halt die Panik haben, dass ihnen die Inflation und um die Ohren fliegt. Aber ich sehe da jetzt momentan zumindest äh, bis Dezember nicht jetzt wirklich ein Problem. Ja, der Kongressabgeordnete, die sprechen jetzt sich für physische Bitcoin-ETF aus, das haben wir da beim Blocktrainer, das ist auch was Neues, also es sind jetzt nur zwei Kongressabgeordnete, aber die haben sich jetzt mittlerweile in einem Aufwand, einen offenen Brief an Gary Gensler gewandt und haben gesagt, bitte, gebt uns einen mit physischen, das finde ich jetzt, das klingt jetzt blöd, natürlich kommt jetzt vom Gold, also quasi, dass wirklich Gold hinterlegt sein muss und die meinen damit physisch, dass also ähm, wirklich echte Bitcoins hinterlegt sind und nicht nur irgendeine Wette. Und die hätten das gern aus dem einfachen Grund. Kanada hat in Australien, glaube ich, hat auch sowas. Zumindest Kanada hat in, äh, wir dann kaufen halt alle in Kanada. Es wäre doch völlig blödsinnig. Äh, und die Begründung ist auch etwas seicht. Ähm, äh, alles in allem haut die SEC oder hat die SEC in der letzten Zeit häufig den Markt zusammengehaut mit negativen Meldungen. Hat kaum äh, wirklich den Markt schön gepumpt oder seltener. Und die Politik sagt halt: Freunde, was ihr da macht, ist äh, eigentlich auch eine Manipulation des Marktes, indem ihr die Meldungen so setzt, dass sie permanent den Markt nach unten knallen. Also ihr behandelt quasi amerikanische Investoren da drinnen relativ scheiße. Ja, mal schauen, ob sich da was ändert. Der Gänzler an sich ist äh, für Bitcoin sehr positiv. Ähm, Wahrscheinlich deshalb, weil er sich dafür nicht zuständig sieht, weil er es aus Rohstoff sieht, damit wäre es die äh, eine andere, eine andere ähm, ähm, amerikanische, eine andere amerikanische ähm, Abteilung zuständig, die ja, die für Commodities zuständig ist, die auch für Öl und sonstiges zuständig ist. Falls ihr es im Hintergrund krachen hört, meine Frau hat gerade den Wäschekorb gegen die Tür geknallt. Statt, dass ich aufstehe und ihr hilf, rede ich mit euch. Auch nicht so. Sein, aber sie ist schon weg wieder mit dem Ding. So, das spinnt ein bisschen. Aber gut. Was hier drinnen äh, äh, für mich wichtig ist, ist äh, ja, heutige Titel. Bitcoin hodeln, verkaufen, verkaufen und wieder kaufen. Was soll man jetzt machen? Bitcoin Supercycle, doch bald wieder einen Bärenmarkt nach dem absolut brutalen Bullrun. Ich darf jetzt gar nicht kurz wieder... Zurück erinnern, was machen die großen Player im Bärenmarkt? Ich sage, die machen genau dasselbe wie im Bullenmarkt. Sie versuchen euch zu manipulieren und dann zu verarschen. Im letzten Kryptowinter hat es ständig diese Bart Simpson-Charts gegeben. Rauf, runter, runter. Und das haben wir die ganze Zeit gespült und die Candles hat es auch dauernd gegeben. Das sind die Longs und die Shorts. Brav rasiert wurden. Arme erst die und man die oder manchmal umgekehrt. Und in jedem Fall ging es nur darum, dass die Wales, die ticken Fetten, die viel gehabt haben, damit Kohle gemacht haben. Den ganzen, ganzen, verschissenen, Entschuldigung, äh, Bärenmarkt hindurch und äh, Supercycle. Hm? Ja, es könnte sein, dass es äh, äh, anders kommt als gedacht, weil. Es sind viele Firmen und Banken jetzt investiert. Es gibt ETFs. Wenn man zum Beispiel MicroStrategies Geld reinsteckt, dann kauft man eigentlich einen ETF, der physische Bitcoin hält. Ja, egal, ob die Gatter Gänzler das jetzt macht oder nicht. Die, die Retailer, die sind immer noch drinnen. Und jetzt beginnen die Werbungen, den Bullrun anzuheißen. Der beiden Matt Dämon wirbt für crypto.com. Der ist wirklich gut gemacht, der Spot. NFL-Superstar Aaron Rodgers lässt sich in Bitcoin bezahlen und verschenkt im Rahmen einer Werbeaktion für Cash App eine Million US-Dollar in Bitcoin an seine Fans. Also dieser Hype-Train beginnt jetzt langsam an Fahrt anzunehmen. Und wenn es denn käme, wie die anderen malen, sage ich mal, theoretisch Mitte Dezember, Ende im Gelände, Top, Crash, Dead Cat, Bounce, Dunk. Noch einmal auf, Dead Cat, Bounce, Dunk. Dann geht es langsam und stetig nach unten. Und... Nach dem nächsten hafen dann einige Monate später wieder langsam nach oben und wir sehen uns hier wieder irgendwann in einem neuen, drei Jahre später stattfindenden Bullenmarkt. Aber das Szenario kennt jetzt ja jeder. Okay, das ist so wie 100.000 erreicht Bitcoin. Dann kann er 100.000 so nicht erreichen, weil wenn alle das glauben, dann gibt es keine Verkäufer bei 100.000. Vor allen Dingen gibt es auch keine Käufer. Also vor 100.000 würde dann kaum einer verkaufen, sagen wir bei 80.000 und nachher äh, ähm, würde dann bei 100.000 niemand kaufen, wer jeder annimmt, es ist vorbei. Also würde ich sagen, gibt es ein Szenario, wo das wieder unwahrscheinlich ist, die 100.000. Das wäre zum Beispiel ein Dump, dass die Uhren wackeln, Panik, Panik. Blutroter Markt, Sell-Off vom Feinsten, alle verkaufen, alle werden gerackt, Die ganzen Open Interests. Wo waren das jetzt? Nö. Nö. Die ganzen Open Interests, ja, knäuen da nach unten. Was glaubst du, was das mit dem Markt macht? Was glaubst du, was das für eine Kerze ist? Das könnt ihr euch das in etwa vorstellen. Also, das ist locker bis 50.000. Also wenn, wenn das so ein, ein, ein nach unten knäut, ja. ja. Und dann mit Schwung wieder rauf. aber dann gleich mit ordentlichen Candles, mit ganz grünen Candles, dass alle sagen, huh, sind jetzt wieder los. Oh, fuck, oh, bluh, bluh. bullische Meldungen in den Medien. Eins nach dem anderen. Die Werbungen knallen euch zu mit Krypto. Das Ganze zieht sich bis 2022 rein. Und dann, waren alle glauben, jetzt geht's nicht jetzt sind wir im Supercycle, jetzt herz es auf, dann sell off. Aber vielleicht kein Bärenmarkt. Jetzt, warum dieses Szenario? Ganz einfach, weil das so gerade momentan keiner am Schirm hat. Oder die Mehrheit nicht am Schirm hat. Es ist jetzt wirklich nur als Beispiel gedacht, ja. Aber wenn alle glauben, dass bei 100.000 ein sell off ist, dann kauft keiner bei 100.000, dann ist er aber schon bei 80, 95. Irgend sowas ein sell off ja. Weil die einfach nicht glauben, dass es weitergeht, ja. Das heißt, ich muss den Leuten. Auf jeden Fall das Gefühl geben, dass es weitergeht, geht als wie bei 100.000. Und jetzt haben wir ja immer mehr, die sagen, na, es geht bis 300.000, hm, nur wir wissen 2017, es geht bis 40.000, ja, es war bei 19.000 irgendwas Schluss. Also es muss sehr, sehr überzeugend sein, aber es gibt halt auch wieder will ich, wirklich neue, viele, viele neue, nicht Wahnsinnige, böse. Investoren, die dann wahrscheinlich äh, ihr Geld nehmen und sagen, da ja, habt es. Die nehmen es aber genauso schnell wieder aus, wie bei der ersten roten Candle, die etwas größer ist. Das heißt, ich denke schon, dass es eine Zeit lang nur grüne Candles geben wird. Und wenn die 100.000 rausgenommen sind aus den Köpfen der Leute, wenn fix ist, dass es bis 300.000 geht, ja. Ja, dann können wir die 130, die 140, die 150 schon noch sehen. Dann sind wir heute 300.000 nicht. Aber weil, weil, wie gesagt, immer wenn alle was glauben, dann wird es wahrscheinlich nicht eintreten. Denn am 5.11. haben wir jetzt 1445225, am 10. 07 Bitcoin hier bei bitcointreasuries.net, Also wo alle Firmen drinnen sind und ihre Bitcoin irgendwann einmal hier abgebildet werden, die sie halt so in ihre Bilanzen halten. Da haben wir Tesla und sonstige und MicroStrategy natürlich. Ja. 114.000 40 Bitcoin. Mm. Am 30.10. war das auch nicht viel weniger. Das heißt, wir haben glaube, plus von 118 Bitcoin. Was sagt uns das? Die Institutionellen stehen an der Seitenlinie. Jetzt frage ich euch, die Institutionellen stehen auf der Seitenlinie. Die Retailer sahen noch gar nicht drinnen. Wer zum Geier ist denn das da? Wer macht denn das da? Ja, das können nur Trader sein. Und es können nur Leute sein, die dann dieses wieder aufkaufen. Das wären Institutionelle, das wären vielleicht irgendwelche Banken sein, die jetzt noch ein bisschen aufstocken wollen, Kleinere Firmen, die das ja, die irgendwelche Family Offices, die das, die das nur als Absicherung haben, weil sie denken, es geht ja doch noch viel weiter rauf. Aber der Grund, warum das so seitwärts rennt, ist genau der, den ich gesagt habe, dass es das momentan nicht klar ist, wie weit es noch nach oben geht. Deshalb ist da jetzt momentan ziemlich viel Vorsicht angesagt bei den Leuten. Ne? Wo sind wir da? Jetzt sind wir die, die, ja, das stimmt mich schon. Puh. Also das wäre zumindest ein sehr plausibler Grund, warum es nach unten knallt. Aber wie gesagt, die Transition Fees sind unten. Da passiert nicht viel am Markt. Da wird nicht viel verschickt. Ja? Also hm, da passiert viel vielleicht auf den Börsen, aber sonst. Ähm, dann hier. Die Maya Multiples. Wir sind hier auch relativ stabil seitwärts. Das wird nicht ewig so gehen, das ist schon klar, aber wir sind auch relativ stabil auf Platz 9, aber Tesla hat uns wieder überholt. Also die haben ordentlich zurückgewonnen, also ja, und wir sind immer noch auf Platz 14. Vor Russland, hinter der Schweiz. Also dem der Currency, der Währung. Ach Gott, das ist immer nur Spaß, gell? Aber ich schaue es mir trotzdem gerne an. Pull Multiple sind wir immer noch relativ weit weg vom gefährlichen roten Bundle. Peace cycle ja. Die Orange, die, die grüne wieder von unten. Und drei Tage später haben wir ein, eine sell auf. Das ziehe ich jetzt auch nicht übermorgen. Also, das sind alles nur Indikatoren, die bis jetzt immer getriggert haben. Schauen, ob sie. Ich habe sie nur deshalb drin, um zu schauen, ob sie dieses Mal auch triggern oder halt nicht. Äh, da sind wir brav auf der Mittellinie. Ich sehe hier nicht, dass wir da nach oben knallen. Und es sind wirklich scheiße wenig Bitcoin auf den Exchanges. Die Reserve ist echt knapp. Und der Preis ist da ein Ding und da geht es weiter nach unten. Also, wie gesagt, da, das, das, das sind nicht viel, viele, die diesen Markt momentan da aufräumen. Bei Bitcoin. Stock-to-Flow-Model hat sich wieder angenähert seinem. Äh, seiner Grenze hier ist, hat bis hinten noch, hätte ich gesagt. Ja, wir sind hier nach wie vor auf einem nicht sehr hohen Niveau. Ja. Also Die Retailer interessieren sich für Bitcoin noch nicht. Ich denke, das wird kommen, aber das ist noch nicht. Wir machen auch der Twitter ist auch auf einem Alltime-Low immer noch. Das bedeutet, die Institutionellen sind nach wie vor am am Einsteigen, beziehungsweise momentan habe ich das Gefühl, sind sie gar nicht mehr am Momentan sind sie auf Pause machen. Die Kryptofirmen fangen an, die Werbungen zu schüren. Das heißt, sie denken, sie langsam wird es Zeit, diesen Bullrun anzuheizen. Für mich kommt es jetzt darauf an, ob da ein paar politische Meldungen seitens der Politik kommen. Wenn die Politik sagt, nein, ich möchte Bitcoin heuer nicht groß werden lassen, dann wird es wahrscheinlich einige negative Meldungen noch geben. Dann, ja, wann dann, dann wollen sie es nicht, dass Bitcoin zu hoch geht? Dann werden sie das verhindern, indem sie ständig mit irgendwelchen Angstmeldungen kommen. Äh, die letzte war dann, dass sie, dass sie sich halt jetzt die, dass sich die ICC ganz groß viel Macht geben lässt, damit sie dann die Stablecoins untersuchen kann. Und jetzt ganz ehrlich, das hat ja jeder gewusst, oder? Und dass Tether dann nicht sauber ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Die Leute, die es gegründet haben, sind nicht immer wirklich sauber gewesen. Warum soll ich jetzt dann die Firma auf Ami sauber sein? Also ganz ehrlich, ich würde in. in äh, wenn ich ein Stablecoin brauchen würde, aus irgendeinem Grund würde ich wahrscheinlich den USD-Coin nehmen. Aber nicht den USD-Tether. Also da würde ich mich eher fürchten. Auch eine Geschichte, wenn es den 3 hast du auf der, der Nachfrageseite von jetzt auf morgen nichts mehr. Ja, das wird ein bisschen dauern. Ist der USDT, ist der USDC, das aufnimmt, ja. Aber es wird wahrscheinlich langsam dorthin driften und jeder, der das weiß, weil das jetzt auch lang genug geht, wird vielleicht umschiften, Ganz langsam weg vom Tether hin zum USD-Coin, dann wird halt der langsam den Platz einnehmen und der ist reguliert ohne Ende. Der wäre ja halbwegs safe, die, die auditieren die ganze Zeit. Und das wird sie sich dann anschauen und dann wird der Gänzler wahrscheinlich, wer kann nicht alle kaputt machen, weil er würde damit den kompletten Kryptomarkt kaputt machen und dann steigt er wahrscheinlich die Politik ins, ins Genick und sagt, Freunde, du bist jetzt nicht dazu da, dass du alles machst Deshalb haben wir uns keinen krypto genommen, da sonst die ganze Hitten out sind. Weil was weggeht, das kommt vielleicht nicht mehr. Ja, denn äh, die, die, die meinen, die aus China weggegangen sind, vielleicht wird China dann morgen wieder sagen, kommt doch alle zu uns, weil jetzt haben sie ja diese. Also in einem, sage ich mal schon, fast faschistoiden Land mit einem Diktator, weil das ist in meinen Augen ein auf Lebenszeit nicht mehr gewählter Diktator, der Xi Jinping, der geht jetzt her und sagt, jetzt wollen wir das Volk befragen, ob wir das Mining nicht doch wieder erlauben. Na ha, Warum jetzt auf einmal so viel Demokratiebewusstsein? Ja, weil es drauf kommt, man sagen, dass scheiße ist für ihr Land und dass die Amerikaner damit der Kohle machen. Also wäre der Gänzler wirklich blöd. Und die SEC wäre dämlich wenn sie die ganzen Industrien aus der Landes tritt. Ich meine, ähm, aber äh, äh, ja. Es gäbe so viele gemeine Sachen, die ich jetzt über Politiker sagen könnte. Von daher ist es leider doch möglich. Und zwar jetzt nicht, weil sie es wollen, sondern, äh, ich glaube, Hanslers Rasiermesser heißt das. Also wenn etwas durch pure Blödheit passieren kann, dann ist es äh, als wahrscheinlicher anzuerachten, so als wieder, dass es durch böse Absicht passiert. Falls ihr den Hint, Hint jetzt versteht. Ähm, also es ist doch durchaus möglich, dass es einfach deshalb passiert, weil die einfach nicht wissen, was sie tun. Nicht, dass du dort, hier sagst wieso bin ich da eigentlich auf den... Ups, nein, ich bin nicht die Woche. Ich wollte eigentlich den Tag. Aber, ups, ne, das wollte ich nicht. So. Aber auch am Tag sieht man sehr schön, dass dieses Fenster hier und diese, äh, sag ich mal, diese Linien, die hier äh, quasi die ganze Zeit seitwärts bespielt werden, von unten wie von oben, ja. Dann sieht man diese Tageslinie von heute, die jetzt dann noch 14 Stunden geht, ja, nach unten nicht, nach oben nicht, ja, da werden ständig äh, irgendwelche Leute rasiert. Ja, also das ist, das ist sowas von offensichtlich, dass hier äh, Leute Geld machen ähm, und kein Schwein weiß, wo der Markt hingeht. Es kann jetzt genauso gut sein, dass man da wieder drunter knallen. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand meint, er kauft, wobei unter bis jetzt war eher Verkauft zu sehen wurden eher in der Nacht Kaufaktionen. Ja, auf, 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 auf amerikanischen Börsen nennt man das die Asien-Rampe. Keine Ahnung, ob das das bei uns auch ist, dass da irgendwelche Asiaten kaufen. Ich weiß es einfach nicht. Aber dezidiert kann ich sagen, hier sind wir noch nicht so weit, diesen Widerstand zu brechen. Wir rennen hier seit 15. Oktober. Ja. Und eines ist auch klar, je häufiger wir das hier antesten desto wahrscheinlicher ist es, dass es bricht. Und ich meine, das muss man schon sagen, dieser Widerstand hier hält jetzt, auch wenn es hier kurzfristig unterschritten worden ist, bald, also wenn man da irgendwas an, da, wenn es bis zu hat, ist es ein Monat. Das ist also gut für einen, ja, für einen äh, äh, und für eine Unterstützung. Gell? Und genauso mies habe ich es da oben mit deiner mit dem Widerstand. Ne? Auch der hält und hält. Und auch da ist dasselbe. Je häufiger er angetestet wird, desto wahrscheinlicher. Die Frage ist nur, was ist wahrscheinlicher? Geht es nach unten? Also wenn ich mir anschaue, ist häufiger da die Unterstützung angetestet worden als der Widerstand. Also theoretisch würde man sagen, war es einmal Zeit, wieder er das runterbricht, ja. Das heute halt immer nur eine Zeit lang, bevor es noch gibt. Schau mal. Jetzt langfristig sehe ich da überhaupt keine, keine Probleme. Und ich denke auch, dass wir wirklich hohe Zahlen bis Ende Dezember 2021 sehen werden. Das ist halt meins. Keine Investmentberatung. Aber kurzfristig würde ich jetzt einmal sagen, könnte durchaus irgendwo so ein dezentes kleines Deeple wieder mal ganz langsam am Kommen sein. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn wir jetzt dann heute halt noch einmal die Frage stellen, das ist immer noch nicht gespeichert. Hey, was war denn da wieder los? Was machen wir? Das ist übrigens das Bild. Äh, ist, das ist hier von der Cash-App das eine Bild. Nee, hab ich, das habe ich nicht. Da ist es. Ähm, das war von BTC Echo, habe hab ich das rausgenommen, einfach weil die immer irgendwann dieses Bad Simpson-Pattern einfach schön erklärt haben. Und deshalb habe ich euch das hier näher bringen wollen. Und diese Candle habe ich einfach irgendwo rauskopiert aus dem Bitcoin-Chart. Aber diese Candles hat es halt wirklich oft gegeben und das da. Auch. Irgendwie gefühlte drei Jahre hindurch. Aber gut. Ähm, ja. Hodeln, verkaufen, nicht wieder äh, verkaufen, doch verkaufen und gleich wieder kaufen, was machen. Ich kann euch sagen, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich bin und nicht weiß, wie es weitergeht. Also im Sinne nicht weiß, wie die Besteuerung in Österreich weitergeht. Oder nicht weiß, in Amerika, ob nicht doch irgendwann äh, die Gains. Äh, plötzlich in irgendeiner Form zu besteuern sind, dann würde ich wahrscheinlich verkaufen und relativ bald wieder fair und wieder kaufen. Relativ bald. Also um diese Gensumme abgesichert zu haben, solange sie noch nicht so besteuert werden. Ja, also bei uns jetzt in Österreich ist es so, nach einem Jahr ist es frei. Hätte ich jetzt viele Bitcoin, dann würde ich sie wahrscheinlich verkaufen und dann gleich wieder kaufen irgendwann bis Ende Dezember, wenn in etwas was los ist, äh, wenn dann endlich klar ist, wie die Besteuerung ab ersten 2022 in Österreich ist, dann kann man ja sein Verhalten anpassen. Ich hoffe, dass das jetzt im November noch klar werden wird. Aber bis dorthin ist, 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 hängt es auch daran, wie, dein, wie deine Situation ist. In Deutschland ist es ja nicht anders. Die überlegen ja das eine und das andere. Gibt es eine neue Bundesregierung? Naja, viel Spaß. Ne? Also... Hm. Generell sage ich, warum sollte man, man überhaupt verkaufen, wenn Bitcoin irgendwann einmal, sage ich mal, die Reservewährung der ganzen Welt wird, kann der schuss schon sagen. Warum hat das vielleicht das eine, weil du willst dann ein Auto kaufen und wenn das dein Sparplan ist, dann wirst du das veräußern müssen, sofern der dort nicht die Bitcoin annimmt, du aber das Auto brauchst. Oder die Wohnung oder was weiß. Ich oder der Urlaub oder keine Ahnung, also irgendwas, wo du es halt brauchst, du wirst es nicht für ein Semmel ausgeben. Wobei das auch dann irgendwann möglich sein wird mit Lightning wahrscheinlich. Und trotzdem werden Leute verkaufen, einfach weil sie was brauchen. Ja. So mit Euro oder Franken oder keine Ahnung. Irgendwas halt, ne? also, Genau. Also deshalb würde ich sagen, es ist wirklich auch davon abhängig, was du willst, was du brauchst not your keys not your coins ist halt auch etwas was immer immer klarer wird dass ähm, es schon möglich ist dass es schwieriger wird für ähm, ich sag mal es wird für die ähm, firmen die diese apps haben und die also eure, eure eure coins verwalten so ihr sie nicht selber auf einen auf einen ledger oder sonstiges habt wird schwer werden es kann sein, dass die, also gerade die Kleinerinnen, dass die Mutzer Probleme kriegen, wenn die, in die, wenn die Regierungen sagen, ihr müsst zur Bank werden. Sonst dürft ihr das nicht tun. Sonst was ist, wenn die jetzt knallen und sie können dann eigentlich eure Coins nicht mehr geben. Dann zahlt ihr ihren Konkurs. Das wäre im Worst-Case-Szenario. Es ist wirklich ein Worst-Case-Szenario. Ich, ich will einfach nur alle Sachen reinwerfen ein in den Ring, damit, damit klar ist, dass sowas passiert, sowas ist schon passiert. Es ist nicht das erste Mal, dass irgendwas eingeht, ja. Ich meine Mount Cox, pala, wie lange hat das jetzt braucht, dass die das zurückgerückt haben. Ne? Also ich würde schon sagen. Ich würde, ich würde schon sagen, dass das zukünftig auch anzuraten ist, sich wirklich die die Coins auf einen Hardware-Wallet zu holen, die Bitbox. Äh, der Roman der Blog trainer meint, das wäre die beste. Ja, was ich schon Ledger braucht Ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt der Bitbox kaufen, aber er wird wahrscheinlich die beste sein. Ähm, weiß ich nicht, ich bin kein Spezialist bei sowas. Ähm, ich würde außerdem raten, eine Software anzudenken wie Blockbit.io, also das ist die österreichische Variante wird mit BitBanner zusammenarbeiten, darum erwähne ich die. Die haben übrigens auch einen, auf ein, die haben ja auch einen Krypto-Guide, aber oh das war, es tut mir leid, weil das jetzt wieder so machen muss, weil ich wieder vergessen habe, das habe ich nicht gemacht. Also Blockbit.io Krypto Steuer Geit, hast das glaube ich. Wo ist das wo ist das Na Krypto guide 2021 neu erschienen Ja ich krieg übrigens Nüsse also ich habe kennt die nette Leute von Blockbit die finde nur die Idee finde super das einmal zu machen das ist allerdings aus im April Also da haben wir noch nicht die Sachen die jetzt dann kommen die Veränderungen drinnen ihr müsst allerdings da wenn ihr euch diesen äh, krypto steuer -Guide runter, dann wollt ihr eine E-Mail-Adresse, dann wird die bestätigt. dass sie heißt, waren halt eure Daten. Hm. Ja, vielleicht eine Wegwerf-E-Mail-Adresse verwenden. Ja. Ihr könnt euch übrigens mal auch mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse überhaupt bei Blockbit.io anwenden. Ja, Und Bis zu 24 Transaktionen oder was ist das, sogar gratis. Aber das ist tatsächlich einmal nicht schlecht, zumindest für Leute in Österreich, Damit zu wissen, wie, wie, wie schaut denn das steuerlich eigentlich aus. Und gratis ja, und wenn ihr dorthin hinfort, ähm, dann geben die euch das, die sind in Linz, glaube ich, daheim. da haben, dann geben die euch sogar das in Hardcase, die haben sie nämlich drucken lassen, ja, vom Linde Verlag, wie man da sieht. Ja, ich denke, alle diese Dinge werden wichtig werden, ähm, weil wirklich jede Spielvariante möglich ist. Das heißt, ich würde. Ich würde sagen, wenn ich etwas äh, vorhabe zu kaufen, dann sage ich, wie viel will ich denn graben für meine Bitcoin, so ich denn wirklich das brauche. Und dann muss ich mir das überlegen. Und dann glaube ich, würde ich wahrscheinlich auf, äh, äh, auf Bitbanda oder auf irgendeiner anderen äh, Börse, wo es halt auch eine Börse gibt, nicht nur als Broker, sondern wo du da eine Börse hast, würde ich es verkaufen. Und nachdem ich im Schisshase bin, würde ich es wahrscheinlich bei Bitpanda machen und, äh, oder bei Kraken, weil die relativ sicher sind und nicht bei Binance. Obwohl die auch äh, wahrscheinlich äh, übertreibe ich da wieder maßlos. Aber gut, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich eher dort machen und dann würde ich halt sagen: ähm, Das und das möchte ich dafür haben, für meine 0,04 hoch zwei, eins, keine Ahnung, was ich da zum Beispiel jetzt hinstelle. Uh, dafür will ich das, will ich dafür haben, dass der, der Preis eines Bitcoins dort sein. Um, und uh, dann würde die warten, bis dieser Preis erreicht ist. Falls das immer nur kurz rübergeht, würde, würde die Limit-Ordner, mit der das reingestellt wird, natürlich dann gelöscht. Da muss das nochmal reinstellen. Das heißt, es würde dann auch einer gewissen Aufmerksamkeit bedürfen. Aber ich würde zum Beispiel kein Stop-Loss oder so, das würde ich wahrscheinlich nicht reingeben, weil dann verkauft das mehr oder weniger, wenn es da runtergeht als Market-Order und das kann ich echt in die Hosen gehen. Das würde ich nicht machen. Dann kann ich gleich auf Market gehen oder es auf der, auf der, beim Broker verkaufen, sofern der Preis gerade passt. Aber da sitzt halt dann auch mit der App wahrscheinlich oder vom PC stundenlang, bis der Preis endlich durch ist und dann ganz schnell auf Klicken gehen. Bevor es dann eher aussehen weil die Börse überlastet ist. Also, es ist, ah, man kann es nicht hundertprozentig richtig machen, ja? aber man kann es annähernd richtiger machen im Sinne von: Ich, ich halte nichts davon zu sagen, ich, ich, man, man, kann, man darf ja auch gar kein Faul verkaufen, die Bitcoin. Entschuldigung, ich lebe noch nicht im Bitcoin-Standard. Ich brauche Kohle für dieses oder jenes. Also, ist das voll okay? Nur das wirst es dann nicht schaffen, du wirst es nicht erinnern, dass du genau diesen Peak erwischst. Also auf einer Börse mit einer Limit einstellen eine stellen und sagen, das will ich dafür. Und dann vielleicht noch justieren musst du dann heute. Halt, ja. Also wenn es da die nicht komplett auslöst, die Order, weil es nur kurz rauftippt und äh, dann es nicht zur Gänze aus, ausgeführt wird, weil die Presse schon wieder drunter ist zum Beispiel. Ja? Gut. Ich habe echt viel über das jetzt gesagt, das ist an sich nicht mein Thema hier. Aber ich denke, es wird vielleicht irgendwann in den nächsten eineinhalb Monaten Thema werden für den einen oder anderen. Und was wirklich scheiße ist, ist, wann ihr dann noch sagt, Bau, wann ich doch hätte. Na? hätte ich doch nur. Weil mit hätte fang ich fange ich nichts an. Und wenn dann wirklich kein Supercycle ist, sondern, weil alle glauben, es kommt ein Supercycle, ist im Jänner neu, dass die Tür nicht oder im Februar, und ihr dann dort sitzt und euch denkt, scheiße, aber ich brauche jetzt in einem halben Jahr Auto. Also ist ich drei Jahr Schluss. Und deswegen sollte man sich diese Dinge im Vorab klar sein. Und nicht dann, wenn es soweit ist. Irgendeine Entscheidung drin. Das ist in der Regel zu spät oder du, da rennst es nicht, ja. Ja. Äh, weil irgendwie, weiß ich nicht, die App dann crasht oder die, 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 die Börse nicht geht oder was weiß ich. Aber wenn du die Order hast, dann ist normalerweise, ich meine, das ist die sicherere. für also sicherer geht es dann nicht, ja. Aber bitte mit Limit, nicht auf Market, ja. Also bitte mit Limit. Und nicht irgendwas doppellos reingeben, weil äh, wenn ihr das macht, verkauft ihr das dann mit. Äh, Market Order, wenn es da unter dem Preis geht und das kann nicht. Halt, wenn dann irgendwie nichts da ist, ähm, nach unten, ja, kann könnte es sein, dass ihr viel, viel zu billig verkauft. Ja. Das ist jetzt nur mein, mein Rat, aber mit Limit, wenn ich sage, so, so viel, dann ähm, wird es nicht unterschritten. Es kann sein, dass es das nicht komplett ausgeführt wird, die Order. Aber ich kriege zumindest das dafür, was sie wollte, für den Anteil dessen, was ich da verkaufen wollte. Hm? Wie immer, wie immer, keine Investmentberatung. Aber ich denke mir, ich wollte euch das sagen, wie es ich machen würde. Äh, bei mir steht sich ja wahrscheinlich die Problematik nicht, da ich äh, nicht so betucht bin, dass das einen Sinn machen würde, aber vielleicht der eine oder andere äh, würde davon profitieren, nachdem man das jetzt wirklich über fünf Jahr oder so angeschaut habe, habe ich gesehen, dass das scheinbar doch die beste Möglichkeit ist. Ähm, eine Chance zu haben, dass man nicht außen vor ist. Also das habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass da die das von unten gekreuzt hat. Das habe ich nicht gekriegt, dass der 300er den 200er von unten gekreuzt hat, habe ich nicht gesehen. Das ist auch relativ bullisch, ja? Also am alle Indikatoren sind momentan, das habe ich das Zufall jetzt gerade gesagt, alle Indikatoren sind momentan eher bullisch. Das muss ich schon ganz klar sagen. Ja. Also lehnt euch zurück, überlegt sich aber vorher, bevor es euch zurücklehnt, überlegt sich, was wollt Ich habe euch jetzt relativ klar gesagt, was ich machen würde. Wenn ihr es nicht macht, auch okay, aber halt bitte dann nicht nachher sempern und sagen: oh, oh, ist das? Nein. Ich habe leider die Überfuhr versammt. Es ist Februar und es ist Winter kalt und ganz rot der Chart. Gut, in diesem Sinne, bleibt es mal gewogen, bleibt investiert. Bis zum nächsten Mal, Baba.